Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enshrouded. Im heutigen Part werden wir mal der Quest der Bäuerin nachgehen und ihren Kessel suchen. Vielleicht wisst ihr, was das bedeutet. Ich wusste es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber seht selbst. Let's go! Hallo ihr super süßen Zuckermäuse und willkommen zurück bei Enshrouded. Endlich wieder, ich freue mich. Wir werden heute in dem Part die Feuerstelle für die Bäuerin holen. Denn ich denke mir, dass wir ohne die natürlich bestimmt kein besseres Barfood haben können. Jetzt gucken wir mal. Die befindet sich doch irgendwo im Nirgendwo. Und zwar genau irgendwo hier halt. Aber das ist das Refugium. Ich möchte doch die Feuerstelle. Verloren im Miasma war ich das letzte Mal schon. Feuerstelle für die Bäuerin. F auf der Karte anzeigen. Ist ja dort. Okay, dann nimm doch das einfach mal als Wegpunkt. Danke und lass mich da irgendwie hin. So, ich denke, es wäre wahrscheinlich am besten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir zu Düsterdickichtwarte mal wieder reisen und dann versuchen rüber zu fliegen. Mein Buff von daheim habe ich ja. Beziehungsweise, er ist ein bisschen höher und ich sage euch auch warum. Ich habe mich gestern aus Versehen mit diesem Charakter auf unserem Community-Server eingeloggt. Und da haben wir natürlich schon den übelsten Buff, den es überhaupt gibt. Und deswegen ist er so hoch. Normalerweise war er, glaube ich, bei 32 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Also, das tut mir auf jeden Fall leid. Das war nicht beabsichtigt. Genau, so. Deswegen haben wir jetzt 1 Stunde und 6 Minuten. Ich habe mir auch ein bisschen neues Fleisch noch gebrutzelt jetzt. Und das werde ich jetzt vertilgen, was trinken und eine Tomate dahinter schmeißen. Und dann gucken wir mal, wo uns jetzt die Quest so hinführt. Und zwar mehr oder weniger in this direction. Hier so lang. Ich frage mich, ob das im Miasma ist oder nischt. Ich würde ganz gerne. Ach ja, Leutchens. Also Punkt 1. Ich sehe da hinten die hässliche große Stadt, wo ich weiß, dass dieser böse Drache auf uns wartet. Und jetzt frage ich mich natürlich schon, ob das nicht tatsächlich das alles hier ist. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier rüber zu fliegen und hoffentlich komme ich irgendwo an, wo ich landen kann. Und dann muss ich auch erstmal gucken, wie ich da natürlich am besten rüberkomme. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe ja auch noch keinen besseren Gleiter. Also doch schon, aber halt nicht noch eine Stufe besser. Und eigentlich will ich ja nicht durchs Miasma laufen müssen. Ich glaube aber, dass mir fast nichts anderes übrig bleiben wird. Jetzt gucken wir einfach mal. Ah. Stimmt, hier waren wir im letzten Part auch schon. Da hat uns dieser Hyopai überrascht. Aber zu dem möchten wir ja eigentlich jetzt nicht. Ich will auf festem Land bleiben. Und nicht ins Miasma rein. Aber ich glaube, ich komme nicht drumherum. Ups. Da unten ist ein Spucketier. Wobei, eigentlich sieht es ganz gut aus, wenn ich hier einfach weiter. Hallo. Hallo? Danke. Warte, gerade ausdüse und vielleicht dann hier drauf komme. Da hinten ist rotes Miasma und irgend so eine Art Brücke oder was? Nein, ich bin runtergefallen. Das war nicht der Plan. So, ich kann aber hier raufdüsen. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Elixierbrunnen, da waren wir. Können wir also auch getrost abhaken. Ich finde die auch so süß. Die erinnern mich auch an irgendwas in WoW. Was ist hier? Oh,
Steckst du fest, mein kleines Ding? Soll ich dir helfen? Na, guck mal an. Da hinten ist die City. Und ich wette, die Quest führt uns direkt ins Verderben dorthin. Standort oben. Nein, Blume, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Standort oben. Oder doch noch nicht? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Hier ist ein Weg. Was ist denn, wenn ich den mal langlauf? Einfach mal hier an dem ganzen Trubel weg, vorbei. Kannst du mal aufhören? Schießt mir einfach in den Pöppis. Oh. Kann ich da irgendwie rüber? Geh weg, ich habe keine Zeit für dich. Neuer Ort markiert. Standort oben. Aha. Ich schätze, das ist die Stadt Leuchtenstein. Yay, wir sind angekommen. Dort, wo ich nicht hin wollte. Super. Naja, ich muss ja irgendwann dahin. Komm also nicht drum rum. Ups, ich muss ja E drücken. Hier kann ich Zeug sammeln. Honig und lila Bären. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, wo wir dafür hin müssen. Standort oben. Da müssen wir wahrscheinlich zu dem Türmchen. Da kann das sein. Wir laufen jetzt einfach mal hin. Oha. Nicht in dieses Loch da reinfallen. Krämerplatz. Ach, ich liebe diese genauen Standortangaben. Die sind immer sowas von toll. Jetzt haben wir hier ein Stundenglas und hier eine Truhe. F, alles nehmen. Kettenblitz und Bandage. Bandage kann ich immer gut gebrauchen. Ja gut, stell halt die Zeit wieder her, wenn's mornst. Oh, da unten ist rotes Miasma. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ich wette, ich muss darüber. Hafen. Ach, ich höre schon wieder diese ganzen Käfer. Gut, hier sind wir aber wieder draußen. Standort oben. Ich glaube, ich sage es jetzt zum 100. Mal. Erklimmen wir mal diesen Turm hier und schauen, ob es da drinnen ist. Das würde zumindest Sinn machen. Oder? Kann ich da lang? Ja, hier kommt man weiter. Oh, Kiste. Hi. Tja. Jetzt bin ich oben und jetzt sehe ich, dass ich die Position erreicht habe. Ja, und jetzt? Bin ich hier ganz oben und da hinten ist das böse Ungeheuer. Jetzt sagt es wieder Standort unten. Ist es bei dem Haus dort hinten? Wisst ihr was, wir fliegen da jetzt hin. Oder ich check's einfach nicht, wo es sein soll. Ich verstehe es nicht. Refugium der Flamme? Wo? Genau unter mir, gell? Oh, und ich bin Stufe 14. Really good. Dann gucken wir zu den Fähigkeiten, denn ich habe jetzt 4 Fähigkeiten, die ich ausgeben kann. Und ich wollte eigentlich, dass meine Miasma-Zeit um 5 Minuten erhöht wird. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich mach's einfach. So, und als nächstes machen wir hier die Kondition nochmal höher. Genau. Oh, da unten ist ja ein Blümchen. Standort oben.
Ich verstehe es nicht. Also Refugium der Flamme plus Blümchen. Was ist, wenn ich hier runterdüse? Komme ich da irgendwie rein? Weil ich muss doch da rein, oder? Oder muss ich von hier unten rein? Aber ich will doch gar nicht. Okay, wisst ihr was? Kann ich eigentlich auf der landen? Ja, könnte ich theoretisch. Ah, Hilfe. Komm, mach dich schnell kaputt. Schnell. Nein, so war das nicht geplant. Oida. Okay, da müssen wir mal kurz abdampfen. Ihr blöden Schmettekaken. Standort oben. Ach, das hast du immer so gedacht. Oh nein! Fuck, Leute! Oh Gott! Wie kann man nur so blöd sein? Shit. Ganz großes Kino. Und ich habe mir natürlich wieder keinen Altar hingesetzt. Mann! Dabei habe ich, glaube ich, noch einen daheim rumliegen. Okay. So blöd aber auch mal wieder. Wo ist mein Zuhause jetzt? Da. Tschüss, Schnellreise. Halleluja. Ich bin so ein Hanswurst einfach nur. Öffnen. Komm her. Wo ist er, der Flammenaltar? Ich hatte doch... Ich dachte, ich hätte irgendwo einen gesehen. Wo war denn das? Oder war das jetzt in dem anderen Char? Dann war es wohl in dem anderen Char. Gut, kein Thema. Dann nehme ich mir 1, 2, 3. Dann nehme ich mir mal ein paar Steinchen. Und mache mir einen Flammenaltar. Dann kann das wieder rüber. Und das kann eigentlich da auch rein. Aber da ist wieder mal kein Platz. So. Packen wir das noch da rein. Und gehen ins Bettchen. Da seht ihr es. Jetzt habe ich auch wieder nur noch 36 Minuten ausgeruht. Bonus. Statt der Stunde. Das ist natürlich auch wieder doof gelaufen. So, jetzt muss ich also wieder hierher und wieder dahinter gehen. Aber egal, da nehme ich euch nicht mit. Aha. Ich wollte jetzt gerade hier den Flammenaltar setzen. Aber dann heißt es, hier kann nicht gebaut werden. Das heißt... Ich muss quasi also wieder raus und, ja, da muss ich mal schauen, wo ich den bauen kann. Ob das vielleicht dann hier unten geht. Da war ja auch kein Miasma oder eben halt nicht. Aber das wäre ja richtig bescheuert. Hm? Hier kann nicht gebaut werden. Ja, wo soll ich ihn denn dann bauen? Ach Leute, ist es euer Ernst? Da hinten. Probieren wir es mal da. Auch nicht. Okay. Gut. Dann einfach mal weiter um die Stadt rum. Irgendwo muss es doch einen Platz geben. Kann ich es hier drauf bauen? Nein, auch nicht. Okay. Dann vielleicht hier unten. Gegner in der Nähe. Aha. Wegen dem Wildschwein. Hier geht's. So, okay. Dann haben wir ihn halt hier hingebaut. Ist ja auch kein Thema. Und dann gehen wir einfach mal von da rein. Und lasst mich gefälligst jetzt in Ruhe. Ich bin auf einer Mission. Aha. Oha, lol. Naja. Das war ja mal wieder klar wie Kloßbrühe. Komme ich denn jetzt rauf? Ich will da hoch. Einfach nur da hoch. Und zwar nicht zu den Käfern. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo ist meine Leiche und wo ist die Blume?
Kann ich hier rein, ohne dass die Käfer mir folgen? Ach so. Stimmt, die tun mir ja gar nichts. Dann kommt er mir aber gefährlich. Oha. Doch, doch, doch. Die Miasma-Dinger tun mir noch was. Ja klar, wisst ihr. Und was für ein Sackgesicht. Dann einfach, oh mein Gott, so tut. Jetzt würde er mir nichts tun. Ne? Das haben wir gern. Gut. Hier ist die Blume. Wir stellen uns hier rauf. Und werden alles von hier oben bekämpfen. Okay, ich muss jetzt ganz kurz fliehen und bin hier in den Schrein reingeflohen, weil ich glaube, kommen die da hin? Naja, er steht hier so halbscharig rum. Ha. Oh nein. Mann, du blöde Sau, echt wahr. Kannst du mich einfach mal in Ruhe lassen? Halleluja. Der ist aber auch penetrant. Und er springt einfach darauf. Das ist der hässlich. Ja, ja, komm. Du kannst schlafen gehen. Na, endlich. So. Und ich glaube, dass ich hier auch den Kessel habe, oder? Ja, Kessel. Sehr, sehr gut. Genau deswegen bin ich ja eigentlich hergekommen. Hier ist aber noch die Miasma-Wurzel. Und die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Und das andere Refugiums-Dings, die dünkst sie da auch. So, dann haben wir hier aber noch welche, die wir tot machen müssen. So, und dich noch. Und dann nervt mich hoffentlich keiner mehr. Ach so, da ist auch noch einer. Na gut, dann euch beide eben noch. So. Ist jetzt eine Ruhe. Verbinden wir uns mal schnell. Und an zur Axt. Und tschüss. Yay. Und mit diesem Fähigkeitenpunkt können wir uns, hallo, hier einmal, ach so, aus Reichweite, Mist. Und mit dem Fähigkeitenpunkt können wir uns jetzt leider gerade nichts leisten. Okay, also hier waren wir drinnen. Hier haben wir nochmal einen Schrein. Das da oben, weiß ich nicht, was das ist. Ja, dann schauen wir mal zum Wegpunkt hin, was jetzt eigentlich da noch ist. Ich meine, so weit ist es nicht. Und was sollen wir dann da tun? Hier, ist das hier oder was? Der Ruhm erhebt sich wieder aus den Tiefen. Liebe Leute, hört meine Geschichte, es ist wahr. Sie sind zurückgekehrt. Ich habe die Irrlichter mit meinen eigenen Augen gesehen, unten an den Ufern von Weißwind, heller als je zuvor. Sie sind zurückgekehrt, um das helle Irrlicht, um das herrliche Licht aus der Tiefe zu bringen, das aus der Bucht kommt. Habt keine Angst, sie sind unsere Reptilienbrüder. Glitzernde, schuppige Rücken tauchen aus dem Wasser auf, bereit euch zu sicheren Ufern zu tragen. Das Glück muss uns hold sein, Unser Krieg wird enden, die Begeisterung für das Elixier wird nachlassen. Das Wasser und der Regen werden klar und der Boden wird nicht mehr sauer sein. Gute Omen sind überall. Oh, und hier kann ich noch was lesen. Eine Warnung an das Volk. Kellenbuch zersplittert und zerfällt. König Gormandas imperiale Garde erwartet einen bevorstehenden Einsturz. Haltet euch von der Grotte fern und nähert euch nur auf eigene Gefahr. Rettungsmissionen können nicht gewagt werden, bis der Krieg vorbei ist. Außerdem... Bleibt den Ufern bei Nacht fern. Augenzeugen bestätigen seltsame Vibrationen im Wasser sowie schwimmende Lichter. Doch seid beruhigt. König Gormanda möchte euch höchstpersönlich darüber aufklären, dass die besagten Sichtungen eines Wassermonsters des Weiten unbelegt bleiben. Leuchtenstein ist so sicher wie eh und je. Kommandant Higgs. Tutti Frutti. Und hier haben wir eine goldene Kiste. Mit einem Kriegerhelm Stufe 23. Super duper. Aber das war immer noch nicht der Wegpunkt. Aber wir müssen noch... Wo müssen wir denn hin, Leute? Leute von heute. Aha. Ich weiß, wo wir hin müssen. Zu dieser Wurzel. Und da ist aber irgendwie... Oh. Du schon wieder. Komm her. Bleib halt da. Bleiben Sie da.
Schade, dass ich ihn durch das Ding nicht treffen kann, obwohl da Löcher sind. Ah doch, das geht sogar. Geil. Wo ist der andere Horst jetzt hin? Komm wieder zurück. Hallo. Tja. Ihn sehe ich leider nicht mehr. Das heißt, ich würde irgendwie gerne da hochkommen. Aber wie? Geht das hier aufs Fenster? Nee. Schade, schade, Schokolade. Dann düsen wir einmal eben hier lang. Und dann vielleicht hier auf das Häuschen. Und dann müsste hier die Blume sein. Ist sie auch. Gut. Und wo ist der Typ? Da ist auch eine Kiste. Ich konnte doch auf der Wurzel landen. Das haben wir doch vorher gesehen. So. Ich will aufs Dach. Bitte, ich möchte einfach nur aufs Dach. Oh ja, sehr schön. Dann springe ich jetzt nämlich hier drauf. Oh, scheiße. Okay. Geht nicht. Hi, du auch hier. Schön. Nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Huch. Einmal flüchten. Hier schnell rein. Rein in die Tür. Tür zu. Ha. Blöde Kuh. Und ich treffe ihn auch durch dieses Loch. Geil. Also das finde ich schon witzig. Ist der große Typ jetzt auch wieder da oder nicht? Tschüss. So, dann schauen wir mal durch, ob wir in Sicherheit sind. Und ich denke nicht. Okay, tschüss. Ich muss unbedingt essen und trinken. So, wo sind wir eigentlich? Ach, wieder hier. Genau. Okay, ich kann den noch bestimmt von oben auch killen. Da unten steht er nämlich. Oha, welcher Spasti ist das die ganze Zeit? Kannst du dich verpissen? So, danke schön. Und wo ist er jetzt hin? Dort. Kommst du rauf oder machen Sachen? Der steht halt jetzt so blöd da unten rum, gell? Na also, so ja fein. Keine Dinger mehr. Ich muss mir mal wieder mehr Pfeile machen. Wo gehst denn hin? Ha, er ist weg. Ja, was ist denn? Wo bist du denn? Naja, was soll's, wisst ihr was? Wenn ich gerade jetzt hier irgendwie in Sicherheit bin, ups, dann... Typ ist ja gerade nicht in Sicht, sonst auch keiner. Juhu, und schon haben wir die Wurzel. Und hier ist die Kiste. Die können wir auch gleich plündern. Können wir hier aufmachen. Sehr schön, dann können wir hier hoch. Und dann hier rein und ich denke, dass wir hier vor dem Typen auf jeden Fall sicher sind. Ja, cool, Leute. Dann haben wir ja jetzt auf jeden Fall schon mal das, was wir wollten. Ach so, stimmt, hier ist noch der Schrein, ne? Den mache ich aber jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt mal heim und geben unserer guten Bäuerin ihren Kessel, wenn es geht. Schauen wir mal. Kessel gefunden. Gelobt seien die Erbauer, du hast meinen Kessel gefunden. Wie geht es Raoul? Oh, seine Zeit lief ab, während meine stehen blieb. Also sind wir wirklich die Letzten. Wie grausam. Zünden wir ihm zu Ehren ein Feuer an. Wenn wir mit dem Kessel eine Feuerstelle herstellen, wird uns gleich warm werden. Okay, kann ich das herstellen? Ja. Super duper. Gut. Habe ich hergestellt. Und jetzt muss ich die eigentlich irgendwo platzieren. Hier ist aber kein Platz. Was ist, wenn ich sie da hinstelle? Geht das? Ja, ach nice. Jetzt kann ich ja hier quasi alles reinpacken und dann wird das automatisch gemacht. Na, das ist cool. Das ist richtig gut. Guck mal noch schnell zum Schmied, weil der hat auch wieder uns was zu sagen. Flammenblut, vor einiger Zeit geschah etwas sehr Seltsames. Ich erhielt eine Nachricht. Sie
sieh dir das an. Von Regan mit Grüßen von Conways. Ich habe nie jemanden namens Regan getroffen, aber ich kenne die Conways. Kuriere aus dem Osten. Sie müssen über den Handelsposten Lodernder Fels gereist sein, um die Nachricht zu überbringen. Kannst du dir das mal anschauen? Und wir haben wieder eine neue Quest. Der Zimmermann hat auch was für uns, aber das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Und in dem Sinne, meine Lieben, danke euch fürs Zuschauen. Es hat mal wieder mega Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und gucken mal, was uns für weitere Quests erwarten und oder ob ich mich vielleicht zum Drachen wage. Also bis dann und euch einen schönen Abend. Bye!